Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, liken Sie uns, legen Sie den Benutzerkonto auf unserer Internetseite an, dann erreichen auch wir Sie, wenn wir mal was von Ihnen möchten. Heute eine Frage von Arthur. Bei Arthur waren wir auch schon zum Bloggen. Der Blog mit den vielen unterschiedlichen Wasserniveaus im Filter und die darum liegenden Blogs. Hallo, ich hätte mal eine interessante Frage. Wenn ich meine Fische im Teich von Hand füttere, also meine Hand mit dem Teichwasser nass mache, wie lange sollte ich warten, bis ich in unserer Innenhälterung die Fische füttern kann? Wir desinfizieren immer unsere Hände, wenn wir das Ganze innerhalb einer halben Stunde passiert. Ist es nötig oder sind alle Keime, Parasiten sowieso tot nach einer halben Stunde oder zumindest die Menge, die noch da vorhanden ist, unproblematisch? Weiter so, Arthur. Ja, Arthur, zumindest mal super, dass du dich mit so einer Frage beschäftigst, weil tatsächlich ist es möglich, dass ich mit einer feuchten Hand, mit einer nassen Hand von einem Becken ins andere Keime übertrage. Und das ist auch der Grund, warum wir hier unsere Becken alle abgedeckt haben. Und zwar, wenn wir das nicht hätten, dann würde natürlich, wenn hier ein Fisch springt, würden einige Tropfen Spritzwasser, könnten unter Umständen schon ausreichen, um eine Krankheit vom einen Becken ins andere Becken zu übertragen. Man kennt das bei Parasiten, ich glaube, Ichthyos sind es, wenn man da jetzt eine größere Anlage hätte und da ist ein Becken am anderen und in einem setzt man einen Fisch ein, der Ichthyo auslöst, also dass es zu Ichthyo-Problemen kommt, dann kann man wirklich gucken, wie das von Becken zu Becken zu Becken zu Becken zu Becken zu Becken zu Becken springt. Ja, das ist bei einzelligen Parasiten problematischer als bei mehrzelligen, also die Kiemenwürmer oder Hautsaugwürmer übertragen sich da wahrscheinlich nicht ganz so leicht, aber bei Ichthyo oder auch Trichodina weiß man, dass das relativ zügig geht. Und wenn du jetzt deine Hände nicht desinfizieren wolltest oder nicht weiter desinfizieren willst, dann kann ich dir nur sagen, dann wart einfach, bis deine Hand trocken ist. Und ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde passiert das auch. Und wenn die Hand einmal abgetrocknet ist, und wir haben ja auch eine Körpertemperatur auch an den Händen, die sehr viel höher liegt als das, wo die ganzen Keime normalerweise im Wasser leben, dann sorgt das eigentlich schon für eine sehr sichere Desinfektion, wo man dann auch keine Angst mehr haben muss. Und wenn du jetzt mit einer feuchten Hand von A nach B gehst, dann läufst du natürlich immer Gefahr, insbesondere dann, wenn natürlich in einem Becken jetzt wirklich Probleme mit dem pathogenen Keim bestehen, läufst du immer Gefahr, dass die Anzahl der übertragenen Keime ausreichend sind, dass es dann im anderen Becken auch zu Problemen kommt. Und man kennt es ja auch, wenn es mal irgendwo bei einem Händler oder bei einem Züchter zu größeren Problemen kam, dass sich das wirklich von Becken zu Becken zu Becken durch die ganze Anlage schleicht. Und das ist häufig wirklich die Kontamination mit Netzen. Das ist natürlich ganz problematisch, wenn man in einem Becken gekeschert hat und jetzt wegen mir auch ein Fisch mit Wunde, dann hat man natürlich den gesamten Abrieb, auch die Bakterien hat man am Kescher dran und das Netz vom Kescher bleibt natürlich länger feucht. Und wenn ich dann eine halbe Stunde später ins nächste Becken gehe, dann ist es natürlich ein sehr effektiver Weg, um die Krankheit vom einen Becken ins andere zu schleusen. So, also entweder Hände abtrocknen lassen oder dann wirklich desinfizieren. Aber auch beim Desinfizieren müsst ihr mal schauen, wenn man mit Isopropylalkohol oder anderen Desinfektionsmitteln mit Sacrotan oder so, wenn man desinfiziert, da muss man auch einige Minuten warten, ehe der Desinfektionsschutz so gegeben ist, dass keine Krankheitsübertragung mehr stattfinden kann. Weil ich habe schon häufig gesehen, dass die Leute, die nehmen dann ihr Desinfektionsspray, sprühen ein, machen zweimal so, die Hände sind noch feucht und dann ins nächste Becken. Das hat natürlich wie alles andere auch eine gewisse Einwirkzeit. Und erst nachdem die Einwirkzeit vorüber ist, kann man dann bedenkenlos vom einen Becken zum anderen gehen. Aber toll, dass du dir da Gedanken drüber machst, aber mach so, wie ich es jetzt empfohlen habe. Und dann musst du da auf jeden Fall keine Angst haben. In diesem Sinne, schick mal wieder eine Frage und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Blog. Machen Sie es gut.